Servus Leute und willkommen zurück zu Shantae and the Seven Sirens. Ja, das klang jetzt so, als ob ich den Titel überlegt hätte, aber es stimmt nicht. Tatsächlich habe ich ihn nicht überlegt. Aber ich habe mir gedacht so, ja, ich mache jetzt eine Aufnahmesession, das ist jetzt glaube ich der vierte Part oder fünfte. Wow. Und so gesehen... Moment, ich muss zu einer Triade. So gesehen, wow, das war knapp. Eigentlich habe ich ja, naja, ich habe schon Lust auf das Spiel, aber es ist irgendwie, naja, weil... Okay, da kann ich nicht rein. So, mehr nach dem Motto, ja, es muss mehr oder weniger sein, weil... Ich habe schon Lust, aber... Wie formuliere ich das am besten? Dadurch, dass das alles im Voraus aufgenommen wird, beziehungsweise ich jetzt auch schon so viel im Voraus aufgenommen habe, vergeht mir ein bisschen die Lust darauf. Weil, naja, so wie Mega Man X zum Beispiel, das ist alles schon lange, lange fertig und da... Ach, Homie. Da vergeht mir nun mal so ein bisschen die Lust drauf, weil das alles, was man hier sieht, nicht mehr aktuell ist. Nugget, geil. Keine Ahnung wofür, aber geil. Also sprich, die Parts sind nicht... Wow, die Kugel hat viel Schaden gemacht. Parts sind leider nicht mehr so aktuell, wenn ihr das alles seht. Und wenn man bedenkt, dass ich das alles sehr im Voraus aufnehme, dann naja... Es ist ein bisschen enttäuschend, aber gut, was soll's. Okay, da hätte ich nach unten reingekonnt, aber will ich jetzt gerade nicht. Könnte ich rein, will ich jetzt aber auch nicht. Ich springe auch rein in den Gegner, ich bin so gut. Was? Scheiß Spinne. Nee, nicht. Und während den Parts darf ich jetzt nicht mehr speichern, das ist mir zu riskant. Wenn der PC dann wieder abstürzt und so und... Mann! Ich meine, während der Aufnahme ist es zum Glück noch nie passiert, aber es könnte trotzdem sein. Ich müsste eine Triade suchen. Triade. Das sind ja diese Bäume, oder? Oder nee, eine Chanté verwandelt sich in eine Triade, genau. Weil eine Triade ist, glaube ich, eine Mischung zwischen Frau und Baum. Oder eine Waldelfe, die sich in den Baum verwandeln kann. Irgendwie sowas war es. Da komme ich nicht hoch. Vogel! Haut ab! Ja. Das richtig gesehen, Chanté bekommt zwei Schaden von dem Typen und nimmt also ein halbes Herz Schaden. Und sie selbst macht 8 Schaden, also zieht Chanté selbst den Gegnern zwei Herzen ab. Das wäre krass. Gibt es hier noch irgendwo Triaden? Halt diese Bäume da. Sagt mal! Haut ab, ihr Vögel. Ihr Aasgeier. Wie viel gibt's von euch? Ihr habt eine zu hohe Population, ist euch das aufgefallen? Ach, zu spät gesehen. Mann! Ich spiele echt dumm. Keine Ahnung, ob ich so wirklich schneller vorankomme. Es kommt mir irgendwie schneller vor. Achso, dieser Forscher, genau, der vom Metallfisch gesprochen hat. Wahrscheinlich muss ich da jetzt hin. Das wird sogar Sinn ergeben. Wobei. Lalalala. So. Hier kann ich auch runter. Will ich aber nicht. Kann ich nicht hoch. Wie viel habe ich denn? Wie viele Tintenfische? Ich glaube, ich habe 3.
Oh. Ich habe 4 gehabt. Klatsch. So wie es aussieht, so wie sie die zermanscht. Hier in diesem flüssigen Stil. Das sieht echt aus wie ein Indie-Game. Gut, Chanté ist ja auch ein Indie-Game. Ich habe zwar keine Ahnung, was genau ein Indie-Game ist, aber... Oh, jetzt liest du auf einmal. Du quietscht einfach nur. Ich habe bereits 2 der vermissten Mädchen gefunden. War wirklich? Ja. Das siehst du. Ich habe doch gesagt, dass sie auftauchen werden. Du weißt, was das heißt, oder? Was? Zeit für mich umzudrehen. Lass mich wissen, wenn du die anderen findest. Mhm. Ist noch was? Nee. Einen geilen Bikini hast du an. Ah ja, gut. Tschüss. So, laden. Nee. Super Kofferschnitt. Was war hier? Achso, der Teleporter. Nee, nee. Warum habe ich den nicht genutzt? Ich bin doch so doof. Warum gehe ich alles zu Fuß ab, wenn ich einen Teleporter nutzen kann? Na egal. Ich glaube, das werde ich wohl nie lernen. Gibt es sowas in dem Spiel nun mal und ich nutze es nicht? Ach! Haut ab! Auch irgendwas, was mir elektrische Kräfte gibt. Moment, hier war doch... Ach, dumm! Hier war doch rechts irgendwo diese Skorpionfrau, oder? Nach oben kann ich glaube ich nicht, weil da muss ich zerstören, ja. Moment, Dryade! Dryade sage ich schon. Hier, diese Pflanze. Nugget. Keine Ahnung, wofür diese Nuggets gut sind. Fehlt. Ah, komm her. Hm. Rechts. Mann, meine Nase. So, das kann ich nicht nutzen, das Ding da. Wobei, vielleicht kann ich da links hochklettern. Nee. So. Ach, ich springe auch noch rein. Mann, bin ich doof. Du. Naja. Das wehrt irgendwie alles ab. Ah! Ich glaube 50 Lebenspunkte hat die gute Dame. Oh nein! Verdammt! Ich bräuchte Magie. Was gibt Magie? Gibt irgendein Essen Magie? Und welches? Enorm Kraft zurückgibt. Ah, gut. Ah, gut. Schnell, schnell, schnell! Ja, Tintenfisch! Hat Tintenfisch viel mehr. Die Musik ist so chillig. So. Hallo, Mann. Wo könnte ich denn sonst noch hin? Da links runter. Sonst fällt mir gerade nicht ein. Ach komm, das Geld brauche ich. Ich bin geldgierig. Wow. Froschschenkel. So, die Frage ist, müsste ich jetzt hier schon drunter oder später? Ich hätte erst auf die Karte gucken sollen. Ich muss hier runter. Ja,
Komm her! Umdrehen, danke. Spinnen, ich hasse euch. So, weiter nach unten. Hier. Nee. Wieso bin ich hier nie weitergegangen? Ach! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, du hängst da dran fest. Oh, hallo. Ach, ich bin doch dämlich. Nein, Geld. Ach, verdammt, ich hab's nicht bekommen. Oh, da geht's nach oben. Ja, da sehe ich was. Gut. Bisschen Geld kann nie schaden. Das ist meins. Ja, damit. Nugget, Nugget. Ja. Meistens sind da nur Nuggets drin, aber ich habe keine Ahnung, wofür diese Nuggets gut sein sollen. Was suchst du da, Hop? Oh, wieder irgendwas mit Wasser. Ich habe keine Fähigkeit zum Schwimmen. Hau ab! So, weg hier. Oh nein, sag mir nicht, hier ist wieder Nugget. Alles für Nuggets? Ganz toll. Na da, was bringt mir nichts? Oh. Naja. Ach. Ah. Jetzt bin ich da. Versuche es mal hier nach unten. Oh, ja, her damit. Ach, komme ich nicht. Hier ist schon wieder Wasser. Ja, auch. Was zum Kuckuck. Na, was muss ich jetzt tun? Da nach unten? Ne, da ist bestimmt überall Wasser. Da links auch, da nach unten auch. Das war doch die Rede vom Metallfisch. Moment, ich porte mich zurück. Ich kann mich ja zum Glück überall hin porten. Chanté ist ziemlich gut im Bauchtanz. Ja, her damit, danke. Wobei, ah. Nix, super. Magie? Nee. Nee, nur Herzen nehmen. Ach. Ja, aber... Tschüss! Toll, ein bisschen Geld habe ich jetzt gesammelt, aber das war es auch schon. Nein! Wow, wow! Da wollte ich nicht. Moment, was sollte es? Ich habe... Genau, ich müsste überall diese Triaden suchen. Ich sollte mir helfen, Vera zu finden. Vera ist in Sicherheit? Oh gut, ich mag sie. Sie scheint die große Schwester zu sein, die ich nicht hatte. Link, ich bin nur ermüdet von diesem ganzen Abenteuer. Halt durch, ich komme wieder, nachdem ich die anderen gerettet habe. Aber eine davon hat auch elektrische Fähigkeiten. Eine dieser Frauen. Mit dem Shop, ja. Säbel, ja. Hm.
Ja, das ist aber zu teuer. Ja, dann nehme ich das. Ah, gut. So, dann werde ich hier einen kurzen Schnitt machen. Das war Shantae and the Seven Sirens. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.